Hallöchen, Popöchen, da bin ich wieder. Mit Teil 9, denke ich mal. Mal schauen. Und das wird wohl der letzte für heute sein. Also, naja, der letzte ja nicht, ne? Ja, also für heute. Also, ja, für unsere Aufnahmesession, so wie ich gemeint. Und dieser Part wird noch 10 Minuten lang gehen, weil... Oder eine Viertelstunde, eigentlich passt, eigentlich habe ich noch eine Viertelstunde Zeit. Ja, oder vielleicht für eine Stunde. Dem Lego-Fan 4.1 ist verhindert, weiterhin noch aufzunehmen, oder? Eltern. Eltern meinen, Kind bespielst du den PC. Kenn ich von meinen Eltern sehr gut. Wer es auch kennt, in die Kommentare schreiben. Und liken. Nee, nee. Und Abo. Dann müssen wir ja eigentlich ganz viele Abos haben. Oder ich. Ja, abonniert uns doch und irgendwie, damit wir bekannter werden und irgendwie das Beste ist. Ja. Und wenn euch unsere Videos gefallen, könnt ihr sie natürlich auch irgendwie teilen und favorisieren und alles. Nein, macht das einfach. Das ist. Es ist kostenlos. Ja. Ja, genau. Es ist für euch gut, für uns. Ihr braucht euch die Videos nicht merken, weil ihr ja das immer seht, wenn wir hochladen. Ja, wir haben ja ein bisschen Getreide und Zuckerrohr und diese Bäume sind so groß, und nervig. Dass man gerade. Je weiter mehr Holz drin ist, das Holz gibt denen ja Wasser, also zum Leben so. Auch wenn es in der Luft fliegt. Auch wenn es in der Luft fliegt, auch wenn der unterste Stamm abgehackt ist. Und dann bleiben halt die Blätter drauf, das ist halt nervig. Man kommt ja nie weg. Wollen wir, ich hatte das jetzt so gedacht mit der Zuckerrohrform, dass ich einfach noch einen kleinen Gang anlege, muss ja jetzt nicht unbedingt umzäunt werden, aber einfach einen kleinen Gang anlege. So ein Breit Wasser und drumherum wieder. Also ich umzäune die Teile eigentlich nicht wegen Monster oder so, aber eigentlich schon, weil die ja dann immer flach getreten werden so. Runter von meinem Rasen! Genau. Richtig. Weil dann werden die flach getreten und schon ist das alles für die Katze gewesen. Und hier wächst irgendwie gar nichts. Ja, es dauert auch ein bisschen. Hast du Bogen hier? Nein. Soll ich die Monster eigentlich mal anmachen? Dann würden wir welches kriegen. Was? Soll ich die Monster dann morgen mal anmachen? Dann würden wir ein bisschen Bogen ja kriegen. Und ich glaube, es wäre noch ein Tick spannender. Ja, das glaube ich auch. Könnt ihr hier mal reinschreiben, was ihr findet, ob wir denn jetzt mal Monster anmachen sollen oder nicht? Ich kann es mir zwar schon denken, ja. Kannst du mir denken, nein. Weil mit Monstern würde das hier echt nur noch kaputt werden. Ich würde mir wahrscheinlich nichts machen. Ich würde es nachts suchen. Dann würde mehr kaputt gehen, als wir bauen. Ja, genau, weil eigentlich ist um die Monster, also Creeper ist ja auch ein Monster, aber es geht eigentlich doch hier nur um die Creeper. Die hörst du eigentlich nie. Und plötzlich boom. Und genau, du hast ein riesiges Loch in deinem Haus. Plötzlich hörst du dann dieses Psst, dann hörst du nur noch boom. Du kannst gar nicht mehr wegrennen, du hörst wirklich nur boom. Es gibt ja auch so einen coolen Mod irgendwie, mehr More Creepers oder sowas in der Art. Und der fügt noch fiesere Creeper hinzu und auch einige coole. Also einige der fieseste, den es gibt dabei, den gibt es aber auch nur in der Hölle. Also wirklich nur. Das ist ein Magma-Creeper. Wenn der läuft, hinterlässt er eine Feuerspur hinter sich und wenn er explodiert, hinterlässt er so eine Fläche aus Lava. Finde ich voll mies. Und dann gibt es noch den Kekse-Creeper. Wenn der explodiert, ist der nur Kekse tropfen und macht nichts kaputt. Hihi. Nee, das nicht. Und es gibt noch den Lichtcreeper irgendwie oder so. Wenn der explodiert, macht er alle Lichtquellen im Umkreis kaputt. Aber auch wirklich nur Licht, also Glowstone, Fackeln und sowas. Und den Erdcreeper, wenn der explodiert, macht er so einen Ball aus Erde, wo du eingeschlossen bist. Gibt halt vieles.
Keine Ahnung, ist doch aber eigentlich ganz witzig, oder? Ja, aber wenn die noch mehr zerstören als vorher, dann kriegst du diese ganze Erde, die du dann brauchst, ist das auch unnötig. Und den in der Hölle, Creeper, letztendlich auch gestorben. Stell dir mal vor, den würde es in der normalen Welt geben und du baust ein Holzhaus und dann explodiert er neben deinem Holzhaus. Tschüss, Holzhaus. Hast du schon noch mehr Seeds gefunden, oder? Hast du jetzt eigentlich noch mehr Seeds gefunden, oder warum ist da so viel? Ja. Nicht mehr zagen, Dennis fragen. Nicht verzagen, abonnieren. Ich fand es schön, zur zweiten zu haben. Leider habe ich das morgen nicht. Ich hab morgen zur zweiten. Wir gehen näher. Du bist doof. Komm, leg dich mal hin. Leg dich mal schön pennen. Ich? Ja, du. Nee, wer sonst? Der Typ hinter mir, weißt du? Hallo, Typ hinter mir. Wollen wir uns mal nach Essen schon machen? Nee, ich hab hier gerade Steinziegel fertig gemacht. Genau. Nee, das sieht ja geil aus. Ich sehe dich. Ach, Junge, Junge, geh da weg. Geh da weg. Jetzt liegt die Schlaf. Das sieht auch immer irgendwie cool aus. Und plötzlich, boom, bist du weg. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, lieber Creeper. Soll ich meine Eisentür jetzt machen oder nicht? Ja, nein. Nee. Ja oder nein? Gut, dann brauchen wir auch noch einen Knopf. Ich mach einen Schalter. Knopf, meinst du wohl? Hab ich doch gesagt. Nein, du hast Schalter gesagt. Du könntest auch gleich einen T-Flip-Flop oder ne, das Knowledge oder irgendwie sowas reinbauen. Ich mach mal kurz eine Steindrückplatte, ja? So, jetzt liegt hier noch ein. Okay, dann mache ich es eben wieder. Oh, Entschuldigung. Dann mache ich es eben wieder weg. Zack, und sie ist kaputt. Was hast du dir geben lassen? Nichts, wieso? Wie lässt man sich nochmal was geben? Entweder du benutzt too many items, also das, ja. Was ich aber nicht mache, ne? Oder du machst, warte, ich mach mal kurz zum Beispiel so, ein Beispiel mit dem Punkt davor, damit es nicht wirklich angegeben wird. Guck mal, was Bone Meal ist. Komm, wir holen uns einmal Bone Meal, eine Flasche. Wir werden schon nicht sterben. Das müsstest du dann schreiben. Warte, und Knochenmehl hat die Nummer. Du kannst auch statt Bone Meal die Nummer eingeben, ist glaube ich noch sicherer. Wo haben wir es denn? Das muss hier doch irgendwo sein. Hä, wieso ist das hier nirgendwo? Bone Meal. Ja, das ist unten, das ist in so einem Fläschchen. In so einem blauen Fläschchen. Braunes. Hier sind überhaupt keine Fläschchen. Natürlich. Nein. Aber die Farbfläschchen? Nee, die sind hier nicht. Die bei mir zugucken, die können sie bezeugen. Die bei mir zugucken, werden gleich sehen, dass ich die hier. Ja, öffne mal Too Many Items, da sind die nicht. Das liegt am Multiplayer. Ach, scheiß drauf. Aber im Multiplayer nicht. Da fehlen ganz viele Sachen, komischerweise. Ich weiß, wie das aussieht. Das ist so ein Fläschchen.
351, Nummer 351. Ja, das muss dann noch ein bisschen weiter hinter sein. Hier, das ist hier nicht. Ehrlich, das fehlt. Was labest du? Das ist wirklich so. Kannst du dir das ja nachher mal angucken? Was halt nachher? Oder morgen oder was weiß ich. Denk mal nicht, dass der morgen oben sein wird. Oder irgendwann halt. Warum kann ich den nicht vergrößern? Das geht warum nicht. Warum wachsen die hier nicht? Ich weiß nicht. Wachsen die nicht eigentlich nur auf Sand? Nein, das sind Kakteen. Nein, Vorletzter, ich baue die mal einen Tick auseinander. Ich crafte ein Brot, ne? Ein Brot? Jo, ich habe ein Brot. Weißt du, wie das geht? Ein Brot! Was? Ich weiß, wie man sich Brot craftet. Eigentlich wäre es unnötig, ja, das jetzt zu essen. Sind die immer noch nicht gewachsen? Nein, ich habe die mit Bohnen. Ich kann aber hier kein Bohnen auf die machen. Ja, ich weiß, das geht nicht. Das ist ja, was wollen wir damit eigentlich machen? Was? Mit dem Zuckerrohr. Dann suchen wir uns noch Kühe und backen Kuchen. Yay, Kuchen. Dann bräuchten wir noch ein Eimerchen. Und natürlich Kühe. Wir brauchen nur eine Kuh. Auf die kann man dann ja beliebig oft draufklicken. Ist ja das Schöne. Und der hat hier gerade so ein kleines Fehlersymbol. Ich guck einmal, was das ist. Achso, Antivirenprogramm. Ja, mache ich einmal kurz. Dauert nicht lange. Ja. Mann, hab ich viel. Mann, wir haben echt viel Wunden. Wie viel? 1, 2, 3, 4 Stacks, also 4, 64. Oh mein Gott. Fast schon übertrieben, ne? Ein Brot lege ich noch, ein Getreide lege ich hier noch in die Kiste. Ich habe noch eins übrig. Okay. Ich habe hier noch ein Brot für dich. Er brach das Brot und verteilt es unter den Armen. Boah! Und dann die Achseln reiben. Hier. Ah, danke. Wie viel hast du jetzt noch? Keins. Du hast kein Brot. Nein, aber ich hab total viel Steak noch. So. Dankeschön, sehr geehrter Mann. Guck mal, der baut auf dem Berg. Wo? Geil. Und warum unser Zuckerrohr nicht? Ich will jetzt einen Kuchen haben. Ich glaube, da muss wirklich Sand unter. Nein, da muss kein Sand unter. Warum wächst es denn nicht? Alles wächst, weißt du, außer der Zuckerrohr. Was weiß ich, der braucht seit 1.1 braucht der oder 1.0, keine Ahnung, braucht der wesentlich länger als 5 Minuten, um komplett auszuwachsen. Also der braucht ewig. Wir müssen einfach mal ein bisschen geduldiger werden. Glaube ich. Wir haben jetzt aber noch eine Minute. Ja. Yeah. Denn sind bei mir 15 Minuten. Also Leute, es könnte sein, dass es in den Karten hier so einen Splitter gibt. Das kommt aber nicht meine. Was ist das? Ich habe Kühe gefunden, gib mir die Eimer. Ich habe Kühe gefunden, Eimer, ich brauche Eimer. Halt, ich brauche Weizen. Weizen? Hä? Ach so, okay, das meinst du. Ja, warte kurz. Ah, was hat denn der jetzt? Ah. Ich kann aber nichts mehr machen. Standbild. So, ich starte kurz Taskmanager. Ah, jetzt geht's wieder. Okay.